Also besonders freuen wir uns, dass wir heute, glaube ich, über 230 Personen hier begrüßen dürfen. Das spricht natürlich einerseits dafür, dass uns gelungen ist, im Sommer den einen oder anderen Partner für Hansa zu begeistern, aber auch natürlich, dass die Freude bei den Partnern auf die kommende Saison einfach riesengroß ist. Und wir wünschen uns natürlich immer Sonnenschein über FC Hansa. Hat mega Spaß gemacht und cool von den Jungs auch, dass sie mit uns da mal gespielt haben. Kann man Schranken reinmachen. Also ich weiß, vor 2 Jahren war es 7-4 für uns. Ne? Dementsprechend habt ihr euch richtig gut verkauft heute. Also wenn das so weitergeht, dann drücke ich euch die Daumen für dieses Jahr. Und ja, dann muss auch was nächstes Jahr. Das war echt eine coole Sache. Wir haben uns das Ganze ja so von der Tribüne angeschaut und es war halt schon echt lustig. Und ich glaube, wir haben uns auch wirklich echt gut geschlagen. Einer der schönsten Plätze in der Hansestadt Rostock. Die Sonne scheint, es ist warm. Wir gucken aufs Meer. Wir haben den FC Hansa. Ich glaube, mehr geht nicht für die Hansestadt Rostock. Und wir sind ja nicht nur im Rasenfußball gut. Hinter mir stehen ja die Rostocker Robben. Wir sind ja die Nummer 1 im Strandfußball. Also man hätte sich keine bessere Location aussuchen können, glaube ich, für das Event. Das Wort sagt schon alles. Sommerfest. Das ist tatsächlich ein Sommerfest, weil die Stimmung ist toll, Wetter ist gut. Die Jungs haben gerade Fußball gespielt, waren viele Zuschauer da. Das macht einfach Spaß. Ja, hätte man besser nicht planen können. Das Wetter hat mitgespielt. Das ist wunderschön, dennoch mal raus aus dem Stadion, dass Rostock mit seinen Reizen spielt. Wunderschön wird nachher noch, dass die Sonne da ein bisschen untergeht, schön im Meer.